Ah, ich kann nur eins anziehen nachher. Bin ja nur ein Pleb. So. Wo sind meine Wachen? Wachen, Wachen. Was braucht ihr? Okay, Berufe. Okay, wir fangen von oben an, oder? Wir gehen mit A durch. Ja, wir fangen mit A an. Ja, wir gehen einfach hier die Berufe so durch, wie sie hier aufgelistet sind. Let's go mit Alchemie. Nummer 1. Das Ganze mal an. Oh, da hinten war der, ne? Lehrling müsste ja reichen, um mir alles anzugucken. Okay. Also, das Ganze bei Alchemie hat sich soweit geändert, dass alles jetzt nach den Bereichen geordnet ist. Das kennt ihr ja schon, ne? Ihr könnt es ja sehen. Ja, die ganzen Klassikrezepte, alles aufgelistet, alles drum und dran. Wie es vorher ja auch schon ein bisschen teilweise war. Alchemie 100, bla bla. Okay. Outlands. Auch nicht viel. Okay, also hier sieht man jetzt die Änderung. Müssen wir uns nochmal genauer angucken. Die Änderung ist folgendermaßen, und zwar sind die ganzen Berufe jetzt unterteilt in die einzelnen Add-ons. Und es gibt kein Max-Level mehr, so wie vorher, dass man zum Beispiel von 1 bis 800 levelt. Sondern jetzt ist es so, man levelt immer nur innerhalb des Add-ons. Zum Beispiel das hier, ja, Trank des wahnsinnigen Alchemisten benötigt Alchemie Nordend Stufe 25. Ja. Ich habe das davor gerade bei anderen Sachen nicht gesehen. Es müsste aber bei allen Sachen eigentlich so sein, dass die jetzt quasi nicht mehr Alchemie 500 bla brauchen oder so, sondern immer das Add-on und dann dort eine gewisse hier. Das hier gibt es nicht mehr. Quasi. Vielleicht ist noch nicht alles angepasst worden. Da steht es richtig. Also hier benötigt Alchemie 25 Nordend. Ja. Nein, 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 25 ist nicht der Preis. 25 ist, was du in Alchemie haben musst. Moin, der Thoras. Moin, Minimagier. Moin, Trevali. Moin, Tod und Twister. Ja. Also du brauchst hier nicht mehr 400. Das hier unten ist falsch. Und du brauchst hier oben quasi Nordend 25. Ja, die Rezepte sind jetzt immer quasi gebunden an das Add-on jeweilige und dann dort die Stufe. So habe ich das zumindest verstanden aus den Sachen, die ich durchgelesen habe. Weiter. Jetzt noch hier das Kataklysm 50. Hier, es wird nicht resettet, nein, nein. Ja, eigentlich ist es Tragen, ne? Eigentlich ist Tragen Kataklysm 50. Also das müsste eigentlich noch falsch sein. Eigentlich müsste hier stehen auch 50.
Weil da steht es eigentlich richtig. Mal kurz bei den neueren Sachen durch. So, Alchemie Legion 1. Moin Medivh, moin moin. Das ist die gute Frage, Xanian. Das ist noch nicht ersichtlich. Rein theoretisch von der Logik her müssten die Berufe bis 900 gehen. Aber ich hatte gelesen, dass es geändert werden soll. Dass es nur noch innerhalb des Add-ons sein soll. Von 1 bis 100 quasi innerhalb des Add-ons. Sprich, es gibt dann Classic 1 bis 100. Dann gibt es Burning Crusade 1 bis 100. Dann gibt es JTLK 1 bis 100 und so weiter. So hatte ich das verstanden. Geh mal zum nächsten Beruf. Ich guck mal die anderen Berufe an, wie es da ist. Doch Schneider war doch direkt hier nebenan, oder? Direkt da. Sprecht. Kraft. Gucken, wie das da aussieht. Braucht Namen. Genau, so das sind die neuen, das ist die Neuerung. Also hier ist auf jeden Fall eine Neuerung drin. Ja, das hier stimmt auch nicht mehr. Erste Hilfe gibt es nicht mehr mit BFA. Und danke, Spionni, für den Sub. Guten Morgen. Erste Hilfe wird bei Schneidern eingebaut. Wie ihr hier seht. Erste Hilfe wird komplett als Beruf wegfallen. Ja, das kommt alles jetzt hier rüber zu Schneider. Also man sieht es hier schon. Ja, es ist so, wie ich es gesagt habe. Es ist, wie ich es gesagt habe, ja. Es wird von 1 bis 100 gelevelt. Hier seht ihr das. Ja, ihr seht schon, alles ist sortiert worden. Ja, jetzt sind alle einzelnen Klassiken, alle Add-ons rein quasi. Es ist nicht wie vorher, dass man hier zum Beispiel Klassik-Rezepte stehen hat, sondern es ist alles in die jeweiligen Add-ons sortiert. Und ihr müsst hier den Skill von 1 bis 100 haben. Das hier oben wird wahrscheinlich geändert werden. Ja, genau, Kondizi brauchst du dann. Genau. Nein, Erste Hilfe wird es nicht mehr geben. Erste Hilfe fällt weg. Gucken wir gleich. Ja. Du brauchst Erste Hilfe, um die Verbände zu erstellen. Benutzen kannst du sie auch ohne Erste Hilfe. Nein, nein, nein. Benutzen kannst du sie auch ohne Erste Hilfe. Ich kann mal kurz reingucken, warte. Das sind auf jeden Fall schon mal neue Items, da gucken wir gleich rein. Legion war das, ne? Hier. Verband.
Verband geht auch ohne, ja. So. Also jetzt hier hinten schon, hinten sind die neuen Skill-Leisten. Hier haben wir sogar 8.0 Rezepte, zwei neue Taschen, 32 Platzbehälter und 30 Platzbehälter. Wir können Handschuhe bauen. Nötige Stufe 118. Weil die Gegenstandsstufe ein Witz ist. Die Gegenstandsstufe macht keinen Sinn. 155 macht auch keinen Sinn. Bisschen low, keine Ahnung, was es ist. Die neuen Mats für die Taschen sind sonnengebleichte Leinen. Wird von getöteten Kreaturen eingesammelt. Ja, ist alles sonnengebleichte Leinen. Das ist quasi der neue Stoff. Schlachtflaggen gibt es und neue Pets. Beides Schwachsinn. Das ist jetzt in Bandagen. Ja, ihr seht schon, hier ist immer noch Fehler. Das ist in Bandagen. Heilt im Verlauf von 8 Sekunden 12.000 Leben. Und hier heilt 8.000 Leben. 32, Shami, 32. 32 die hier und 30 die andere. Weil die genau gleich viel kosten, macht irgendwie auch keinen Sinn. Komisch. Ja, ansonsten ist es wie gesagt, Berufe werden komplett geändert. Ihr levelt von 1 bis 100 im jeweiligen Add-on und könnt dadurch alle Rezepte lernen. Und Erste Hilfe fällt weg, geht rüber in Schneidern. Bei Alchemie war es ja auch so gewesen, ne? Ja. Guck mal hier, Alchemie ist genauso. Alchemie ist alles sortiert nach Add-ons und dann habt ihr hinten jeweils den Skillbaum von 1 bis 100. Wie bei Kochen. Ja? Vorhin war im Chat das Thema Kochen, war das beste Beispiel mit den verschiedenen Wegen in Pandaria. So wird das hier auch funktionieren. Und hier oben, das müsste 8.0 sein. Das ist das Neue schon. Ja? Aromatische Pollen. Mana-Tränke. Das sind schon die neuen Sachen, ne? Unsichtbarkeitstrank. Fläschchen der Ströme. Ja, das sind die neuen Sachen. Haben zwar die alten Bilder noch, aber es sind die neuen Sachen. Alchemiestein der Sirenen sind neue Trinkets, die man herstellen kann. Benötigt Alchemie BFA 1, sage ich ja. Genau. Nein, das ist was anderes, Totenfüßer. Morgen, Dani. Ja, also seht ihr hier, BFA-Alchemist muss man dann halt leveln. Dann kriegt man diese ganzen neuen wunderschönen Sachen. Kopiert von dem Träger den Flask-Buff. Okay. Gibt Leben wieder, wenn man ein Target killt. Werte werden erhöht. Hervorragend, okay. Gut. Dann gehen wir in den nächsten Beruf. Mal gucken gehen. Ich gehe mal kurz kochen lernen. Mal gucken, was da passiert. Ja, cool, wir gucken mal. Ich weiß es noch nicht. Ja, wird alles runtergezogen. Hier war kochen, ne? Seid gegrüßt. Loktar. So, trocken. Abi-Sonne, danke für deinen vierten Monat. Okay, so, hier haben wir jetzt auf jeden Fall dasselbe System, wenn ich richtig sehe. Renor, Daria. Also ist hier auch aufgeteilt. Alte Welt, seht ihr hier, dann Sterbenweltküche, Nordend, Kataklysm, Panda, Draenor und hier oben verheerte Küste. Wird genauso ablaufen, ihr levelt von 1 bis 100
Und dann in 1 bis 100 kriegt ihr die verschiedenen Rezepte. Ich finde das auch gut. Ich finde das, find das gut. So, dann haben wir Angeln hier vorne. Bei Angeln hat sich, glaube ich, soweit ich weiß, nichts geändert bisher. Trotzdem mal, Angeln war hier irgendwo, ne? Angeln hat sich, soweit ich weiß, nichts geändert. Nö. Da müssen wir mal gucken, Angeln ist noch nichts drin. Gucken wir nach Erste Hilfe. War denn Erste Hilfe? Fox, das kann man so noch nicht sagen. Das müssen wir erstmal abwarten. So viel kannst du hier noch nicht machen. Du kannst immer nur so Grunddinger gucken. Auch mal, hier ist der Bergbaulehrer. Auch gleich mal. Ah. Ein wenig Vorlaut, hä? Legt euch nicht mit Gallivix an. Ja, also noch gibt es Erste Hilfe. Aber Erste Hilfe wird wohl wegfallen. Ihr seht ja schon, hier gibt es auch nichts Neues. Heilmitteldrehner und das war's. Nun, spuckt es aus. Ja. Denn meistens ist alles noch drin. Aber das wird alles wegfallen wahrscheinlich. Also Erste Hilfe scheint komplett entfernt zu werden. Da bin ich mal gespannt. Ja, also die Farmberufe scheinen auf jeden Fall gleich zu bleiben. Bei den Farmberufen, denke ich, wird es einfach weitergelevelt werden, wie vorher auch. Außer die bearbeiten da auch nochmal was dran. Dass man Farmberufe auch von 1 bis 100 levelt in gewissen Gebieten. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Warte mal, Schmied war hier, ne? Blut und Donner. Schmied. Ja. Okay, also bei Schmied ist es auch so. 1 bis 100, ihr seht schon. Hier hinten wieder. Und das sind schon neue Rüstungen. Da kann eine Schildhand bauen, sehr gut. Wie sehen die aus? Na, ja, die ist ja süß. Und er kann Waffen bauen. Sturm, Stahlspeer. Okay, also er kann auf jeden Fall Waffen bauen. Nötig 120, das Item-Level macht noch keinen Sinn. Weil das ist ja weniger, als ich jetzt habe. Meine Waffe jetzt hat ja schon 208. Aber das Item-Level macht in meinen Augen noch keinen Sinn. Warum sollte ich ein 136er Schwert bauen auf 120, wenn ich beim Level schon einen 208er bekomme? Das macht keinen Sinn. Also wollen wir mal gucken. Was haben wir noch? Wir haben noch Inji haben wir noch, ne? Inji war ganz hinten, oder? Warte mal, ich guck noch. Die Sterne sagen nur, dass das Rezept günstiger wird. Oder du mehr dabei rausbekommst, Blaze. Juve haben wir noch, genau. Juve haben wir noch. Zauberung. Direkt hier vorne, ne?
Reuter. War, ne? Gott, ich bin so selten in Okrama in den bei den Berufsleuten. Zaubern. Ja, auch aufgeteilt. In die einzelnen Gebiete. Und hier oben neue Verzauberungen. Die Verzauberung für Archäologie. Bergbau, Kräuterkunde, bla. Mastery-Verzauberung, Crit-Vielfältigkeit. Und neue Waffenverzauberung. Braucht Namen. Alles gut, Dani, alles gut. Eine Waffe darauf verzaubern, dass im Kampf die gegenüber eurem Gegner erzeugte Bedrohung verringert wird. Okay, eine Anti-Aggro-Verzauberung. Bonusheilung. Ja, also erste Heilung. Lebensraub ist klar. Quasi Windfury-Proc, also extra Angriff. Was? Eine Waffe dauerhaft verzaubern, dass ein extra Zauber ausgelöst wird? Also was wie Satyr oder was? Hm. Also die Anti-Akku-Verzauberung finde ich sehr spannend. Gerade für Mythic Plus. Na, Spawn-Druid. Das war dummer ein Gedanke. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Für Mythic Plus. Für die Idees. Kaminos, danke für den 10. Monat. Willkommen zurück. Okay. Irgendein Beruf werden auch nicht jetzt viel anders sein. Ja, Bollebo, wenn Akku wieder eine richtige Rolle spielen würde, würde ich es auch sehr, sehr gut finden. So, warte mal. Inji war da hinten, ne? Der war hier, oder? Juwelier. Nein. Vorwärts zum Sieg. Juwel. Okay, selbe Design wie vorher auch. Alle Ländereien haben quasi, also alle uns haben ihren eigenen Baum. Und die neuen Sachen sind neue Gems, Beweglichkeit. Auch Krakenauge, okay. Okay, das sind wieder die großen Gems, haben wir wieder die kleinen Gems, gibt es wieder ganz normal. Okay, es gibt wieder grüne Gems, blaue Gems und das hier sind dann die epischen Gems. Ringe wird es geben. Mit Sockel sogar direkt. Ich verstehe zwar nicht, warum Ringe Inschriftenkunde-Zeugs brauchen. Das macht keinen Sinn. Das wird ein Fehler sein. Aber es gibt Ringe. Und wir können Stäbe basteln. Okay. Instab und Beweglichkeitsstab. Ah. Okay, wo war der in der Dings hier? Nee, gibt's noch nicht, Bolibo. Das sind noch alte Modelle. War nicht? War denn der Erstkunst-Typi? Ingenieur. Hinten. Ach stimmt, der war unter dem Inschriftler, ne? Hey, wie geht's
Okay. Auch wieder aufgeteilt, wie schon gesagt. Sprich, wieder eigenes Level-Bereich-System hier in jedem Gebiet. Und dann die neuen Rezepte. Wurzel. Feuerschaden. Verwandlung. Wenn ein Kinder und folgt ihn, okay. Eine Reittiermotivierung, Elektroschocker zur Reittiermotivierung. Denken wir da mal drüber nach. Well played, Blizzard. Morgen, Alexander. Gehört einen tragbaren Stallmeister. Oh, okay, das ist geil. Für die Jäger ein tragbarer Stallmeister. Das finde ich gut. Wie es aussieht, benötigt ihr auch nicht Ingenieurskunst als Beruf. Das könnte gut werden für das Auktionshaus. Wenn das Ding nicht gebunden ist an den Beruf. Hunter Must-Have-Item, würde ich mal sagen, oder? Was meint ihr, Chat? Also das finde ich gut. Ein Kleiderschrank zum Transmoggen. Okay, was auch immer das sein soll. Waffen können hergestellt werden. Oh, die kann ich vielleicht sogar angucken. Ne, das ist noch Legion-Look, oder? Wollen wir Kalender raus? Munition. Moin Freigeist, moin Hollyweed. Wait a second. Munition. Das sind quasi die alten Visiere, ne? Jetzt als Munition oder was? Na, da wird dein Crit erhöht. Hier machst du extra Frost Damage und hier machst du extra Feuer Damage. Und hier Haste Erhöhung, okay. Mount Part. Motor mit Turbolader. Combine Monolith Rainforest. Okay, gibt wieder ein Ingi Mount. Aber er ist ein Teil bekannt. Gut. So, Inschriftenkunde war direkt über mir, oder? Sekunde war da direkt über mir, ne? Da. Ja, er ist ein Waffenentscheid, einer. Alles klar, Dani, kein Stress. Oh. Nein, 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 Nikolici, ist nur eine Verzauberung. Ihr braucht keine wirkliche Munition, ist nur eine Verzauberung. Inschrift, den Kunde, hier natürlich auch. Wie immer. Alles schon mal. Hier wieder in die einzelnen Add-ons. So, Tinte, Tinte, Tinte. Rollen der Blas. Oh, ein Vertrag mit den Häusern. Okay.
quasi eine Ruferhöhung. Also quasi eine, man kriegt quasi Ruf bei Weltquests. Oh Gott, Inchi wird wieder ganz viel Zeug im Haar haben. Ortolana, Vulpera. Oh Gott. Das heißt, man muss diese ganzen Verträge kaufen, um dann bei den Weltquests den gewünschten Ruf zu bekommen. Oh yeah. Ja, denke ich auch. Dunkle Karte des Kriegers. Ja, gut, klar. Dunkle Karte wieder reinkommen. Offense, Bücher. Mass Milling. Einfach nur malen, ne? Ja, okay. Und Vantus Rune Udyr. Okay, klar. Vantus Rune für den ersten Boss. Okay, cool. Dann will ich mal ganz kurz gucken. Gibt es hier schon was Neues? Da ist Udyr. Oh, die Bosse sind langsam schon mal ein bisschen drinne. Wenn ich das schon lese. The Blood of Jigun creates instances of Omega Vector, which bounces endlessly between players during the encounter. Oh Gott, das wird geil. Omega Vector takes root in players, infecting zero damage every 2 seconds for 10 seconds on exploration. Omega Weapons jumps to a close ally and applies a stack of. Oh, das wird schön. Oh, das wird schön. Er kann lernen das auf jeden Fall. Oh Gott, der Fight wird schön. Lot of Goon. Naja, schön ist er ja nicht gerade. Müllchimäre? Warum heißt die Müllchimäre? Ja, das ist Beta. Kannst du übersetzen? Eigentlich ist es nicht viel. Hier steht halt nur, dass er halt einen Cast macht, ja, der quasi immer zwischen den Spielern hin und her springt und dabei immer Schaden verursacht und einen Stack hinterlässt, was quasi den Schaden um 5% erhöht. Das heißt, wenn zwei Spieler nebeneinander stehen, dann springt er die ganze Zeit hin und her zwischen den beiden. Ihr Damage wird immer höher und sie sterben. Das heißt, wahrscheinlich muss man das so spielen, dass das immer an den nächsten Spieler weitergegeben wird, würde ich vermuten. Guten Morgen, Groove, moin moin. Ja, und Wurzeln, stimmt, hast recht, Rat, aber dann wurde ich vergessen. Hier ist natürlich jetzt noch nichts bekannt, klar. Oh doch. Warte mal. Ja, genau, hier sage ich ja. Siehst du, sage ich ja. Also Omega Vector ist quasi ein Debuff, der dich wurzelt, ja, und dann nach 10 Sekunden, wo er Schaden gemacht hat, weiterspringt auf den nächsten. Closest Alley. Ja. So. Und immer wenn er weiterspringt, gibt es einen Stack von anderem Zeug hier. Und das Zeug springt auch weiter auf den Spieler mit den wenigsten Infektionen, die am nächsten stehen. Also zwischen drei Spielern. Ja? Also wenn drei Spieler um dich rumstehen, springt die Infektion auf den nächsten Spieler mit den wenigsten Stacks. Hier gibt es noch keine Infos, war ja klar. Okay. Der Chimera-Boss sieht cool aus. Müllchimäre, lol. Der Name, ne?
Okay, die kann auf jeden Fall sich heilen. Den Spielercharakteren wird vom üblen Gestank in diesem Bereich schlecht. Betroffene Spielercharaktere leiden 8 Sekunden lang, 1,5 Sekunden lang Strukturschaden. Beim Ablauf dieses Effektes werden betroffene Spielercharaktere mit Würgekrämpfen belegt. Oh. Wenn die Chimäre 100 Energie erreicht, macht sie einen heftigen Naturschaden und nochmal 50.000 in Front, also in so einer Cone-Form vor ihr, okay. Bei jedem vierten Angriff wirkt die Müllchimäre hauen auf den Spielcharakter, der dem Tanks am nächsten steht. Also Doppeltank spielen. Ich finde es gut. Faction 5 gibt es noch nicht. Hat der Modell? Okay, das glaube ich nicht, das ist die Maid. Und Titan Keeper hat auch noch kein Modell, okay. Kasane und Birak. Okay, das Modell glaube ich irgendwie nicht. Okay, immerhin schon mal ein bisschen was. Nein, 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 das ist nicht Final, natürlich nicht.